nach der Wahl angeschlagen? Wie die Bundeskanzlerin beim EU-Gipfel die Probleme zu Hause und Rauten 039 wegmerkelte. Das Titelbild des britischen Wirtschaftsmagazins Economist bringt es auf den Punkt. Im hellen Lichtkegel am Mikrofon ein strahlender französischer Präsident Emmanuel Macron, dahinter im Schatten eine kleine, irgendwie bedröppelt reinschauende Kanzlerin Angela Merkel. Der Scheinwerfer rückt von Deutschland nach Frankreich, steht darunter. Ist das so? Beim EU-Sondergipfel in Tallinn, dem ersten internationalen Auftritt Merkels nach der Bundestagswahl, ist genau das die Frage. Ist die Kanzlerin durch ihr schlechtes Ergebnis geschwächt, durch die schwierige Regierungsbildung mit FDP und Grünen sogar eine besondere Art der lahme Duck, der politisch lahmen Ente, die nicht mehr viel entscheiden kann? Beim Abendessen mit den Staats- und Regierungschefs dürfte sie sich über die vielen Glückwünsche zur faktischen Wiederwahl sehr gefreut haben. https://www.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 htt
Am Freitag dann der Digitalgipfel. Schnelles Internet, digitale Wirtschaft und Behörden, Kybersicherheit. Die Esten halten sich für die digitalen Weltmeister, was nichts daran ändert, dass bei den 600 Journalisten im Pressezentrum auch mal das Internet schwächelt, wie so oft irgendwo in Europa. Merkel betritt den Tagungsort im Kulturikattel, einer zum schicken Treffpunkt umgebauten Industrieanlage am Hafen. Kein Wort an die wartenden Journalisten. Das ist ungewöhnlich. Nur mit dem estnischen Präsidenten Jüri Ratas plaudert sie kurz. Er fällt hin, es fine, versichert sie, etwas fahrig. Alles ist gut. Ganz überzeugend wirkt das nicht. Natürlich gibt es den Verdacht, Merkel werde sich um klare Positionen zu Macrons Plänen eher drücken, solange ihre neue Regierung nicht steht. Und ebenso erwartbar weist sie dies zurück und nennt ausnahmsweise sogar konkrete Punkte. Die Harmonisierung der Unternehmenssteuern und des Insolvenzrechts könnten auch in den Koalitionsgesprächen Thema sein. Knackpunkte bei der Regierungsbildung werden das sicher nicht. In Merkels Umgebung gibt man sich jedenfalls entspannt und versucht, die Aufregung über Macron ein wenig zu dämpfen. Die Reform der EU sei schließlich ein langer Prozess. Zunächst müssten Ziele formuliert werden, dann Verfahren und Formate. Und manche Themen seien eben schwieriger als andere. Bis irgendetwas entschieden werde, sei die neue Bundesregierung längst im Amt. Deutscher Pragmatismus gegen französisches Pathos, so neu ist das alles nicht. Zurück zur Startseite.